Aus dem 1. Thessalonicher Brief. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird es tun. Militaten
Lasst uns beten zu Jesus Christus, unserem Herrn und Bruder, dessen Wiederkommen wir erwarten. Für alle Christinnen und Christen, die heute die Heilsbotschaft hören, um Mut nach Kräften am Heilsgeschehen in unserer Zeit mitzuwirken. Für alle Menschen, die auf der Flucht sind und nirgendwo ankommen dürfen, und für all jene, die dies auf politischer Ebene mit zu verantworten haben. Für Menschen, die in diesem Jahr viel Leid erfahren haben. Wir denken vor allem auch an diejenigen, deren Leben von der Corona-Pandemie völlig durchkreuzt worden ist. Für die Menschen, die durch den Tod aus unserem Leben gerissen worden sind, lass sie Leben finden bei dir und tröste all die, die um sie trauern. Diese und all jene Bitten, die wir in unserem Herzen tragen, vertrauen wir dir, Jesus Christus, an, der du eins bist mit dem Vater im Heiligen Geist. Amen. Stimitanus, sicut et nos dimittimus.